حبيبي يلا يلا حبيبي Du bist YouTuber. Ja, Juhu. Es freut mich mega, dass du dich entschieden hast, dieses Video anzuklicken. Obwohl, was im Titel steht, meine lieben Freunde, ist vollkommen wahr. Es ist wahr, Digi. Elissa Alina hat mir geschrieben. Ich habe ja gestern an die Leute, die ja meinen Kanal verfolgen, ein Video über Elissa hochgeladen. Und es hat nicht länger als ein paar Stunden gedauert. Und Elissa hat mir geantwortet. Ich habe dann ehrlich gesagt auch eine Nachricht auf Instagram geschickt, wo ich gesagt habe, hey Elissa, die Wahrscheinlichkeit, dass du meine Nachricht oder mein Video siehst, ist sehr gering. Trotz allem wollte ich dir mein YouTube-Video zeigen, das ich gedreht habe, wo du eigentlich auch großteils zu sehen bist. Es ist natürlich alles mit Humor. Und zum Schluss hatte ich eine Nachricht an dich. Hoffe, das Video hat dir gefallen. Daraufhin, Digga, hat Elina mir eine Sprachmemo geschickt. Ja, Digi, ich habe mit Elissa geschrieben, Digi. Gestern ein Video und heute Best Friends. Aber jetzt ganz kurz mal Klartext, Freunde. Elissa ist ja eine Person des öffentlichen Lebens. Sie hat richtig viele Fans. Sie hat auch einige Neider, Hater. Okay, ich kann aber eines dazu sagen, da ich ja gestern eine kurze Weile mit ihr geschrieben habe, auch ein paar Sprachnotizen gegenseitig gesendet haben, habe ich die Person ehrlich gesagt besser kennengelernt. Weg von der Kamera, weg von allem, die Persönlichkeit selbst. Und ich kann eines euch allen da draußen sagen, Elissa hat ein sehr, sehr großes Herz. Viele denken, die Elissa macht einfach irgendwelche Videos und versucht irgendwie auf ihre eigene Art und Weise berühmt zu werden. Gut, das ist eure Meinung, aber wenn man die Person dann besser kennenlernt und mit ihr ein bisschen mehr redet, erfährt man dann wirklich mehr von der Persönlichkeit und sie hat ein Herz aus Gold. Das kann ich euch wirklich ohne Flachs sagen, Digi. Ich lüge euch nicht an, Digi. Ich habe auch ein kurzes Video von Elissa gestern gepostet auf meinem Kanal, bei dem Format angesagte TikTok-Videos. Und da habe ich in diesem Video einen gewissen Teil rausgeschnitten. Das war dieser Teil. Dieses Video geht aber weiter, indem Elissa meint, was ist mit meinem Hüftschwung? Das habe ich rausgeschnitten, damit das Video ja so gut es geht humorvoll ist. Und meine Community weiß ganz genau Bescheid, es ist ja alles Humor. Deshalb war gar kein einziger Kommentar unter dem Video gegen Elissa. Aber ich sage das hier in diesem Video, weil vielleicht einige neue Zuschauer auf diesem Kanal raufkommen und denken, ja, die Elissa, die ist ja, was ist denn das für ein Mensch? Deshalb wollte ich dieses Statement hier rausballern. Ich mache hier keine Ansagen persönlich gegen die Menschen, sondern ich mache Ansagen, die mit Humor sind, okay? Humor, Digi! Wir machen nur Spaß, Digi! Alles nimmt hier ernst, Digi! Und Freunde, ich schleim hier nicht irgendwo rein. Elissa ist nicht meine Mathematiklehrerin oder meine Direktorin, damit ich bessere Noten bekomme, sondern ich rede hier Klartext. Elissa ist ein Mensch mit einem reinen Herzen. Sie wird natürlich in ihrer Laufbahn einiges erleben, ob sie wahre Freunde kennenlernt oder schlechte Freunde. Sie muss wirklich darauf achten, denn sie hat ein zu großes Herz und dieses große Herz wird irgendwann in Zukunft auch zerbrechen. Da bin ich mir zu 100%ig sicher, denn die Welt ist nicht schön. Das geht auch an dich, Elissa. Pass auf dich auf. Sieh mich als deinen großen Bruder, damit das klar ist. Wir sind nicht gegen dich, Elissa. Wir machen das einfach nur humormäßig. Aber nur das klar ist an alle, die gerade neu auf dem Kanal zustoßen. Wir sind nicht gegen Elissa, sondern gegen die Neider und die Hater und die... Ihr wisst Bescheid, Freunde. Niemals Menschen verurteilen, damit ihr selbst nicht verurteilt werdet. Merkt euch das, Freunde. Freunde, merkt euch einfach, das alles ist Humor, okay? Ich verurteile hier keinen, Digi. Yeah. Deshalb an jeden, der neu zustoßt, abonniert den Kanal, Digi. Papa, amigos.